Ich gehe nur noch eben auf die Toilette. Dann gehe ich eben zum Infozentrum. Treffen wir uns in 5 Minuten am Treppenhaus 5. Okay, machen wir. Komm schon, geh ran, bitte. Scheiße, Akku alle. Bitte, bitte. Mann. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht meinen Bruder gesehen? Ein Stück größer als ich. Braun, blonde Haare. Nein, Entschuldigung. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht meinen Bruder gesehen? Meinen großen Bruder. Braun, blonde Haare? Nein, tut mir leid, hab ich nicht gesehen. Okay, na schön, danke. Hey, was ist los? Entschuldigung. Sicher, soll ich dir vielleicht helfen? Doch, ich will wenigstens versuchen. Mein Bruder ist weg. Wie sieht er denn aus? Er ist ein Stück größer als ich, hat blonde braune Haare. Sollen wir zusammen suchen gehen? Ich glaube nicht, dass das sonderlich viel bringt. Ich habe ja eine Adresse, wo er sein könnte, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich mich schon. Komm, ich bring dich hin, okay? Okay, danke schön. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht meine Schwester gesehen? Sie ist ungefähr so groß, braune gelockte Haare. Ja, ich hatte die oben bei den Bahnhofstoiletten gesehen. Die hatte ich aber auch gesucht, aber die ist dann weitergegangen, glaube ich. Okay, danke trotzdem. Ja, viel Glück noch. Ist alles okay? Nein, ich habe ein bisschen Angst, in der Schwebebahn zu fahren. Ist alles gut. Ist okay? Lucy? Lucy? Lucy, was ist? Was hast du getan? Gar nichts, was willst du? Ja, ihr wisst, was hast du getan? Lucy? Sag was, Schwesterherz, was ist los? Warte. Verpiss dich mal. Geht wieder. Komm. Mist, wo sind die Tickets? Da bist du mein Schwester, blieb's von dir. Ich hab doch nur eure Tickets hier. Ja, danke schön. Wo hast du die eigentlich? Deine Schwester hat die verloren. Ja, danke schön. Bitte. Guck mal, wer da ist. Hi. Was machst du denn hier? Ich hab euch eure Tickets gemacht, die ihr verloren habt. Das ist aber interessant.